Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Sie wissen, das ist mein letzter Gottesdienst in unserer Kirche. Ja, es geht mir auch so, aber ich finde gerade mein Taschentuch nicht, sonst würde ich gleich meine Tränen trocknen. Ja, der letzte Gottesdienst, obwohl 30 Jahre eine lange Zeit sind, kann ich mich noch sehr gut an die Anfänge erinnern, als wir hier, Friederike und ich und die Kinder, eingeladen waren zum Interview. Und Herr Swantje holte uns vom Flugplatz ab. Und als er mich sah, sagte er, oder sind ihm die Worte herausgeplatzt, was, so ein junger Hüpfer? Aber, liebe Gemeinde, wie Sie sehen können, die Zeiten haben sich geändert. Es waren gute Jahre mit Ihnen in unserer St. Markus-Gemeinde. Friedrich und ich, wir haben gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging. Und jetzt stehen wir hier vor dem Ruhestand. In diesem Zusammenhang kam mir dieser Tage ein schönes Lied von der ostdeutschen Rockband Die Pudis in den Sinn. Ihr könnt es mal googeln, ist ein hübsches Lied. Und da heißt es simpel und einfach, es war schön. Das ist der Titel von diesem Lied. Es war schön. Hört es euch mal an. Ihr schreibt rein, Pudis, es war schön. Kommt gleich hoch das Lied. Es war schön, unsere Zeit hier unter Ihnen. Und es ist so, wie die Pudis singen, auch wieder simple, einfache Worte. Nicht kirchlich, weltliche Worte. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Durch all die Freuden und Tränen, ich würde den Weg immer wieder gehen. Ja, es war schön. Simple Worte einer Rockband, die mir aber aus dem Herzen sprechen, wenn ich an euch denke. Und so möchte ich Ihnen allen danken, dass ihr uns in so freundlicher und wunderbarer Weise angenommen haben. Ihr habt uns, meine Familie, mich angenommen in diesen 30 Jahren. Friederike und ich verlassen diese Gemeinde mit guten Erinnerungen und mit einem dankbaren Herzen. Alles andere hatte ich letzten Sonntag schon gesagt und möchte ich heute hier nicht wiederholen, weil wir nämlich jetzt das tun wollen, was mir immer eine Herzensangelegenheit war, gemeinsam mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Für mich war der Gottesdienst immer das geliebte Zentrum meiner Arbeit hier in dieser Gemeinde. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit unserem ersten Lied, Die güldene Sonne 449. Thank you.
Lasst uns diesen Gottesdienst halten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ehre sei dem Vater. Lass uns dem Herrn unsere Sünden bekennen und Gott um sein Erbarmen bitten. Herr unser Gott, nach einer Woche mit Höhen und Tiefen kommen wir zu dir. Vieles ist uns gelungen, manches auch nicht. Nicht alles haben wir richtig gemacht und manchen Menschen sind wir Liebe schuldig geblieben. Öffne uns die Augen für unsere eigenen Fehler. Und lass uns nicht immer den Splitter im Auge des anderen suchen. Wir bitten dich, vergib uns unser Versagen und stärke in uns die Bereitschaft, aus unseren Fehlern zu lernen. Und darum bitten wir dich in dieser Morgenstunde, Herr, erbarm dich unser. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gott, der Herr, hat euch eure Sünde vergeben und macht euer Leben neu. Geht, lebt und arbeitet im Frieden des Herrn und lasst andere teilhaben an dem Frieden, den Gott uns schenkt. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gütiger und treuer Gott, du leitest uns durch deine Weisungen. Bewahre uns vor Irrtum und Torheit, dass wir den Weg in dein ewiges Reich nicht verlassen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 15. Kapitel. Jesus entwich in die Gegend von Tyros und Sidon, und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.
Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Der Herr segne sein Wort an uns. Lass uns jetzt antworten auf das, was wir gehört haben, mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Nur ein paar kurze Bekanntmachungen. Das erste ist, ich freue mich, Pastorin Breit hat mir eben gesagt, ehe ich in die Kirche kam, dass sie unten einen Stehkaffee vorbereitet hat. So herzliche Einladung an Sie alle, dass wir uns dann unten nochmal bei einer Tasse Kaffee kurz begegnen können. Am nächsten Sonntag Deutscher Gottesdienst, 9.30 Uhr mit der Feier des Heiligen Abendmahls und 11 Uhr englischer Gottesdienst. Die anderen Bekanntmachungen, auch Gottesdienste, finden Sie auf der letzten Innenseite Ihres Bulletins. So wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst, den wir jetzt fortsetzen mit unserem nächsten Lied. Das ist das Lied 346. Such, wer da will, ein ander Ziel.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief im 10. Kapitel. Der Apostel schreibt: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen, so kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Christi. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, der Glaube an Gott tut den Menschen gut. Das ist die zentrale Botschaft dieses Abschnittes aus dem Römerbrief. Ich möchte Ihnen heute diese Botschaft nahebringen. Denn wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. So formulierte es der Apostel, so hat er die Bedeutung des Glaubens definiert. Und unser Predigttext hat uns das eben deutlich vor Augen geführt. Das Stichwort gerecht meint, der Glaube bewirkt eine positive Beziehung zu Gott und den Menschen. Mit anderen Worten, der Glaube hat einen positiven Einfluss auf unser Leben und Zusammenleben in der Gesellschaft. Unser christlicher Kulturkreis in der westlichen Welt verarmt in jederlei Hinsicht, wenn wir als Kirche auch weiterhin unserer Selbstverleugnung Raum geben, weil wir eventuell sogar selber meinen, die Kirche gehört zum Gestern. Wenn wir vielleicht selber meinen, die Kirche sei überholt und gehört zu gestern, liebe Gemeinde, dann kann ich dazu nur sagen, das ist ein Vorurteil, das gewachsen ist, wo wir als Kirche, als Christen, unseren eigenen Glauben nicht mehr ernst genommen haben und praktiziert. Und darum werden wir als Kirche oftmals in der Gesellschaft auch nicht mehr ernst genommen, weil wir unseren eigenen Glauben nicht mehr praktiziert haben. Das gilt für Deutschland, wo die Strukturen ganz anders sind, volkskirchliche Strukturen, aber das gilt in übertragener Weise auch für uns. Wir sprechen gern, liebe Gemeinde, ehrfurchtsvoll von dem starken Glauben, der uns in anderen Religionen begegnet, die durch Einwanderung in unserem Kulturkreis angekommen sind. Der starke Glaube, das Engagement dieser Menschen für und in ihre Religion imponiert uns. Wir sprechen davon, hier und da vielleicht sogar mit einem leichten Unterton der Angst. Angst, so möchte ich sagen, ist hier fehl am Platze. Aber wir können in unseren protestantischen Kirchen von diesen anderen Religionen lernen, welche Kräfte in einer Gesellschaft freigesetzt werden können, wenn der Glaube zu einer prägenden Kraft im Alltag wird.
Wir sind als Kirche unserer Gesellschaft die Botschaft schuldig: Der Glaube an Gott tut dem Menschen gut. Ich komme aus einem Land der ehemaligen DDR, in dem es aufbauend auf der Vorarbeit des Dritten Reiches gelungen ist, mit zum Teil groben Methoden der Religionsunterdrückung ganze Landstriche zu entkirchlichen. Die DDR ist zum größten Teil entkirchlicht. Günter de Bruijn, ein bekannter deutscher Schriftsteller, der vor ein paar Jahren verstorben ist, beschreibt in seinem 2005 erschienenen Buch Abseits die kirchliche Realität in den ostdeutschen Bundesländern mit folgenden Worten: Wie zu befürchten, bedeutet die sichtbar werdende Abkehr vom kirchlichen Leben wohl nicht nur das nahe Ende christlicher Riten, sondern auch das nahe Ende christlicher Traditionen geistig-moralischer Art. Da hat sich etwas verändert. Leider, so de Bruijn weiter, leider tritt, wie es aussieht, an deren Stelle nicht, wie jugendweihe Prediger es sich wünschen, ein auf Solidarität orientierter Humanismus, sondern in den meisten Fällen ein oberflächlicher Nihilismus, der sich in konsumgläubigem Egoismus erschöpft. Nihilisten sind die, die alles verneinen mit einer zerstörerischen Tendenz. Oberflächlicher Nihilismus, der sich in konsumgläubigen Egoismus erschöpft. Wir erleben das hier in Kanada, in Vancouver nicht anders, auch wo auch viele Menschen allein unter dem Diktat der Konsumgesellschaft leben und damit ein Engagement für den oder die Nächste, für die Gesellschaft und das Allgemeinwohl auf der Strecke bleiben. Darum noch einmal: Der Glaube an Gott tut den Menschen gut. Ich werde das noch im weiteren Verlauf der Predigt entfalten. Zunächst möchte ich jedoch darauf hinweisen, geleitet vom Bibelwort, vom Predigtext: Glauben und Bekennen gehören zusammen. Der Glaube ist dabei die Innenseite dieser positiven Beziehung zu Gott und den Menschen. Wenn man von Herzen glaubt, das heißt, wenn der Glaube eine Herzensangelegenheit ist, dann bewegt er einen Menschen. Glauben ist mit Gefühlen und Emotionen verbunden. Er ist ein tiefes Vertrauen gegenüber Gott, der Welt und den Mitmenschen. Glaube ist die Innenseite, Bekennen ist die Außenseite dieser Beziehung zu Gott und den Menschen. Der Glaube eines Menschen wird durch sein Bekenntnis erkennbar. Er wird erkennbar in den Worten, die wir gebrauchen. Soll deutlich werden, dass wir uns mit unserem Leben zu Jesus Christus bekennen. Unser Bekenntnis wird deutlich in Worten, die beschreiben, dass wir zu Jesus Christus uns halten in einer christlichen Gemeinde. Seine Botschaft der Liebe und sein Leben der Hingabe sind auch für uns maßgeblich. Das ist christliches Leben: sich mit Christus zu verbinden und dann gemäß seiner Botschaft zu leben. Und dazu gehören, ich wiederhole das hier, Liebe und Hingabe. Natürlich geht es dabei nicht nur um bloße Worte beim Bekennen. Wenn der Glaube wirklich eine Herzensangelegenheit ist, wie der Apostel es auch beschreibt, wenn der Glaube wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dann wird er sich auch in einem dementsprechenden Verhalten zeigen. Das Leben eines gläubigen Menschen wird sich am Vorbild
Jesu orientieren. Der Glaube an Gott tut den Menschen gut, denn er ist eine Herzensangelegenheit, die in Worten und Taten, im Reden und Handeln eines Menschen deutlich wird und Gestalt annimmt. Der Glaube ist nicht bloß eine Gedankenwelt, die sich im Kopf abspielt. Liebe Gemeinde, darunter haben wir gelitten, die Kirche hat darunter gelitten. Wir haben viele Menschen verloren, weil über lange Zeit die Theologie zu verkopft war. Und deshalb sage ich hier deutlich noch einmal, der Glaube ist nicht bloß eine Gedankenwelt, die sich im Kopf abspielt. Der Glaube verändert einen Menschen zugleich nach innen und außen, in seiner Beziehung zu sich selbst und seiner Beziehung zu den Mitmenschen und der Umwelt, der Schöpfung. Glauben und Bekennen, liebe Gemeinde, gehören zusammen. Der nächste Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, der Glaube an Gott, der den Menschen gut tut, hat keine und benötigt keine Voraussetzungen. Jeder Mensch kann dazugehören, kann sich diesem Glauben anschließen. Wir grenzen niemanden aus. Niemanden. Die Inklusivität unseres Glaubens beschreibt Paulus mit den Worten, wenn er sagt, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über allen derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Paulus kommt aus einer Tradition, die sehr wohl einen Unterschied machte zwischen den Menschen. Die einen gehörten dazu, die anderen nicht. Die Juden sahen sich als das erwählte Volk Gottes. Die Griechen oder die Heiden waren für sie diejenigen, die keinen Anspruch hatten, keinen Platz in Gottes neuer Welt. Dieses Konzept, liebe Gemeinde, war und ist in der Weltgeschichte weit verbreitet, dieses Konzept der Ausgrenzung. Es ist weit verbreitet in der Welt bis zum heutigen Tage. Die eigene Volkszugehörigkeit zeichnet einen Menschen aus. Wer nicht dazu gehört, ist weniger wert, hat weniger Rechte. Wer einem fremd erscheint, wird gemieden, oft auch unterdrückt. Das ist das Konzept der Ausgrenzung. Das ist das Motiv, dieses Konzept der Ausgrenzung ist das Motiv jahrhundertelanger weiser Überheblichkeit gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe und deren Unterdrückung. Das gleiche Motiv bestimmt in vielen Ländern und Völkern die Abwertung der sogenannten anderen. Es scheint auch bei vielen Menschen wirksam zu sein, die in gegenwärtigen Debatten populistischer Parteien und Gruppierungen tätig sind und die unterstützen. Ausgrenzung gehört nicht in die Kirche, widerspricht der Botschaft Jesu Christi. Der christliche Glaube sieht in der Herkunft eines Menschen keine Voraussetzung dafür, dass er dazugehören kann. Jeder und jede ist eingeladen und willkommen in der Kirche. So muss es sein. Vor Gott, liebe Gemeinde, wir kennen den Satz, er wird oft mit einem Schmunzeln gebraucht, vor Gott sind alle gleich. Das ist ein wunderbarer Grundsatz, den wir nie vergessen sollten, weil er uns bewahrt vor jeglicher Arroganz oder Überlegenheitsgefühlen, die viel Unheil angerichtet haben, wenn es um Kolonialisierung und Christianisierung ging. Da ist es oft sehr unbarmherzig und brutal zugegangen bei der Christianisierung anderer Völker. Wer die Menschen mit den Augen Gottes sieht, der wird keine Unterschiede machen. Und dazu bedarf es des Glaubens. Der Glaube, so Paulus, kommt aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Mit diesen Worten formuliert Paulus die wahre Voraussetzung des Glaubens. Nicht Herkunft, nicht Leistung sind es, sondern das Hören auf das Wort Gottes ist entscheidend.
Der Glaube kommt aus dem Hören auf die Botschaft Jesu, auf das Wort Gottes. Deshalb tut der Glaube an Gott dem Menschen gut. Jesus erzählt den Menschen Geschichten von Gott. Jesus erzählte Gleichnisse aus dem alltäglichen Leben, Situationen, in denen Menschen sich selbst und Gott entdecken konnten. Wenn Jesus vom verlorenen Sohn und vom liebenden Vater erzählte, dann konnte man sich selbst und Gott in dieser Geschichte identifizieren. Man musste es aber nicht. Das ist Jesus. Er zwingt nicht, er drängelt nicht, er predigt in Gleichnissen. Und wie gesagt, man hat dann die Freiheit, sich zu identifizieren, die Worte aufzunehmen, im Herzen zu bewahren oder auch nicht. Jesus ließ in seinen Gleichnissen den Menschen die Freiheit, sich darin wiederzufinden oder auch nicht. Und so sind und bleiben Predigten bis zum heutigen Tage eine Einladung zum christlichen Glauben. In der Predigt wird ja kein Beweis geführt für die Existenz Gottes, sondern darin kommen die Erfahrungen von Menschen zur Sprache, hoffentlich. In den Predigten kommt zur Sprache das, was Menschen bewegt, an Gott zu glauben. Wenn Menschen ihren Glauben bekennen, dann sprechen sie davon, wie sie glauben, wovon sie motiviert sind. Es ist eine Einladung, die Predigt. Es ist eine Einladung, die Predigt Jesu Christi. Es ist kein Befehl. Es ist keine Feststellung im Sinne von, es geht nur so und nicht anders. Denn der Glaube kommt aus dem Hören auf ein Wort, das einen Menschen anspricht. Der Glaube entsteht, wenn ein Mensch hört, wenn das Wort Gottes ihn oder sie ganz persönlich anspricht, wenn etwas von dem guten Geist Gottes die Seele, das Herz erreicht, wenn wir nachhaltig berührt werden und begreifen, ich bin von Gott geliebt. Da ist eine Macht, der ich mich anvertrauen kann. Liebe Gemeinde, zum Abschluss. In einer Welt, in der das Geld alles regiert, sehnen wir uns als Menschen nach etwas, das größer ist. Nach Gott, der alles übersteigt. In einer Welt, in der alles rational erklärt wird, in der auch die Gotteserfahrung in der Gehirnforschung bestimmten Bereichen des menschlichen Gehirns zugewiesen wird. In einer solchen Welt suchen wir nach dem Geheimnis, über das wir nicht mehr sprechen, von dem wir uns vielmehr nur noch verneigen können. Es gibt mehr als diese Konsumwelt, liebe Gemeinde. Es gibt dieses Geheimnis Gottes, vor dem wir uns verneigen können. In einer Zeit, in der die Sprache immer kälter wird, in der die Ökonomisierung und Verrechtlichung des gesamten Lebens immer mehr um sich greift, sehnen wir uns nach Erfahrungen, die den ganzen Menschen betrifft, unsere Gefühle, unsere Leidenschaften, unseren Leib und unsere Seele. Wenn ich bete, spüre ich, dass ich nicht aufgehe im äußeren Tun, in Erfolg und Misserfolg, in gelungenen und misslungenen Beziehungen. Wenn ich bete, ist in mir eine Welt, die göttliche Welt, in der meine Seele zu Hause ist. Dort kann ich wohnen, mit meinem ganzen Dasein, mit Verstand und Seele kann ich da wohnen, auch wenn mir Menschen hier vielleicht das Leben schwer machen oder mir sogar
mein Wohnrecht streitig machen wollen. Dort kann ich leben, bei Gott, mit Gott, wenn mich hier Feinde bedrängen. Dort im Gespräch mit Gott, in der Gegenwart Gottes besser gesagt, blüht meine Seele auf. Und niemand kann sie mehr beschneiden oder bedrängen. Meine Seele blüht auf in der Gegenwart Gottes. Darum zum Abschluss noch einmal. Der Glaube an Gott tut den Menschen gut. Auch ihnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam unser nächstes Lied. Das ist das Lied 154, Herr, mach mich stark, 154. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Jesus, der sich ganz nah auf die Nöte und Probleme der Menschen eingelassen hat, war immer bereit, ihnen nahe zu sein, ihnen seine Hilfe anzubieten und den Weg in ein neues Leben mit ihnen zu gehen. An ihn wenden wir uns mit unseren Bitten. Wenn ich die Worte sage, wir bitten dich, dann sind sie eingeladen zu antworten mit den Worten, erhöre uns. Herr, wir bitten für die Kirche und unsere kirchliche Gemeinschaft. Lass sie ein Zufluchtsort sein für alle, die Trost und Hilfe suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die hungern, weil ihnen das tägliche Brot fehlt, lass sie Menschen finden, die ihr Herz und ihre Hände für sie öffnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Familien, lass sie nicht in den Sorgen und Nöten des Alltags untergehen und wecke in ihnen den Hunger nach dir und deinem Wort. Wir bitten dich. Für die vielen Flüchtlinge, die hier und anderswo um Hilfe suchen, schenke den Hilfsmaßnahmen, die ihre Not lindern können. Schenke, dass diese Maßnahmen gelingen und die Menschen erreichen.
Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle kranken und einsamen Menschen, lass sie in deiner Gemeinschaft Halt und Trost finden. Wir bitten dich. Für unsere Freunde und Angehörigen bitten wir. Gib, dass sie dein Wort hören, dass sie es aufnehmen, dass sie die Wohltaten deiner Botschaft und deines guten Geistes spüren in ihren Seelen und Herzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, du bist das Wort, das uns befreit und das Brot, das unseren Hunger stillt. Du weißt, was wir zum Leben brauchen. Auf dich vertrauen wir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch. Er sei euch nahe in allem, was euch begegnet. Er nehme euch in seine starken Arme und lasse euch aus Glück und Leid Gutes werden. Er bewahre eure Seele in allen Gefahren. Er behüte euch, wie nur er es kann. Er schenke euch ein warmes Herz und ein offenes Ohr für eure Mitmenschen, so wie er sie stets für euch hat. Erwecke in euch den Wunsch, ihm stets nahe zu sein. Er sei euer Vater und ihr seine geliebten Kinder. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Bitte nehmen Sie Platz für das Nachspiel. Lied. Thank you.
Und jetzt haben wir das Nachspiel, das Kathi Rathe vorbereitet hat. Viele von Ihnen werden sich an Kathi Rathe erinnern. Wer ist Kathi Rathe? Ist das kleine Mädchen, die jetzt natürlich viel größer ist, die immer hier für lange Zeit neben dem Pfarrer gesessen hat. Und wissen Sie, warum sie neben dem Pfarrer gesessen hat? Sie hat zu ihren Eltern gesagt, Mensch, der Pfarrer sitzt immer so ganz alleine davon. Der tut mir leid, ich werde mich mal neben ihm setzen. Und so hat Kathi für lange, lange Zeit immer treu und brav hier morgens auf mich gewartet und neben mir gesessen. Kathi, ganz herzlichen Dank für deine Zuneigung in dieser Form. Und jetzt freuen wir uns auf das Stück, das du für uns vorbereitet hast. Dankeschön. Ja, ich habe dir heute Morgen gesagt, hallo, renn nicht gleich weg. es gibt noch ein unvollständiges Geschenk. Es ist unvollständig, weil es ein Geschenk im Werden ist. Viele unserer Gemeindeglieder konnten sich nicht verabschieden, weil sie sich nicht getraut haben oder nicht mehr in die Kirche kommen können. Viele haben nicht die Möglichkeit gehabt, euch persönlich irgendwie zu erreichen. Und so haben wir organisiert, dass alle Gemeindeglieder Karten schreiben konnten. Und hier sind bis jetzt über 80 Karten, die eingegangen sind, mit guten Wünschen, mit Dankeschön, mit allen möglichen Formen von Anerkennung und Dank und den besten Wünschen für euch. Ich habe bewusst eine Tasche genommen. Kisten nehmen nämlich Platz weg und ihr zieht um. Eine Tasche kann man notfalls auch an die Tür hängen. Und ich fand diese Tasche eigentlich so nett, als ich sie gesehen habe, weil da steht drauf Retirement. Relax and enjoy the ride. Try something different. Inspire somebody.
Remember to enjoy the small things. Explore new places. Make time for yourself. Entertain friends and family. Nap frequently. And the best has yet to come. Alles Gute euch beiden. Frohen Ruhestand.